Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier für Elgrad. Jo, weiter geht's. Ja, unsere Kühe geben mittlerweile Milch. Ganz gut anfangs, ne? Anfang. Was mir noch fehlt, ist ein bisschen diese Optimierung mit dem Futter. Bei Tiere, mal schauen. Aber zurzeit Heu und Gras drin und keine Mischration. Ne, und beim Heu 80% und Gras 40%. Ne, also es könnte ein bisschen mehr sein. Aber lasst ihr mal das Gras auffressen, soweit es geht. Ich habe mein Gras mal hier reingegeben. Im Stall. Der Heuballen ist schon weg, okay. Gut, der Heuballen ist weg. Macht aber nichts. Die Milch könnten wir wohl verkaufen. Geld brauche ich auch. Kreditrahmen ist leider schon ausgeschöpft. Was hier, ne? Kreditrahmen, also leihen können wir aktuell nichts. Obwohl wir ganz gut Land haben. Sitzen ja einige Landflächen. Wahrscheinlich ist Ackerland nicht so oder Wiesen nicht so wertvoll. Ja, wir haben ja nun. Hier schon ein paar Ballen hergefahren. Muss aber sagen, unser Lader ist ein bisschen zu schwach. Prost. Gut, die Silageballen müssen noch ein bisschen. Das ist schon Silage. Das auch. Das sind 5500 Liter. Das sind 890 Kilogramm. Das sind die großen Ballen von Pöttinger mit 1500. Nee. Also 150 cm Durchmesser. Also 1,50 m kann man sagen, ne? Ja. Ja, wir werden noch ein paar Fuhren herfahren. Ja, ich habe überlegt, was könnte man am besten machen, um das automatisch hinzukriegen. Unsere Helfer ist auch nicht so. Naja, intelligent kann man nicht sagen, aber so. So helle, dass man sagen könnte, oh, damit könnten wir meistern. Also im Grunde müsste ich den KI-Verkehr ausschalten. Dann könnte man vielleicht sagen, wir schicken mal die Traktoren hin und her. Weil Tobi ist da. Zaubmäßig. Bei mir ist leise. Mal gucken, was bei euch auch passt. Also im Traktor ist man ein bisschen leiser, also das lässt sich auch nicht einstellen. Wenn ich auch richtig fahre. Ja, ich habe viele Ballen zu stehen, also auf der Wiese. Das muss ja immer weggefahren werden. Ja, ein zweiter Traktor mit einem zweiten Anhänger würde Sache beschleunigen. Aber das ist aktuell nicht bezahlbar, ne? Ja, dann würde ich mal ganz gerne die Wiese rechts, links würde ich noch nicht nehmen. Oh, das ist die neue Wiese. Die fahren auf der rechten Wiese. Die hatte ich zuletzt gewickelt. Und das wäre ungünstig, um das. So. Sammeln wir die mal ein, ne? Packen wir hier vorne an. Grunde sind immer einige ein bisschen länger her. Ich glaube, das sind die letzten, die ich gemacht habe. Aber was ich mir so überlegt habe, könnt ihr einen größeren Radlader kaufen, wo ich dann entsprechend mit Einschwung alle drei Ballen reinwerfen könnte. Das ist ja nur ein Ballenverkauf, das ist ja keine Silagebetreibung am Silo, ne? Und BGH, wenn ich mir nicht leisten können. Aber dann wäre es einmal so schlecht, wenn man sich die BGH theoretisch auch kaufen würde, und zwar am Hof. Das würde ja immense Kosten einsparen, ne? Oh, so ein großes Aus. Kann man nicht leisten. Was wir haben. Ob ich das finde. Bauen. Ne, also hier praktisch Tiere nicht. Bienen, Pferde, Kühe, Schweine, Produktion. Man könnte sich so eine BGH leisten, ne? Also hier die
die Preiswerte, ne? Zum Beispiel. Ja. Und schon hätten wir das alles vor Ort. Entschuldigung, aber das wäre nicht leistbar, zur Zeit noch nicht. Ne? Und dann die größere wäre halt perfekt, ne? Also. Aber wie gesagt, zur Zeit. 1, über eine Million ist nicht bezahlbar. Da müssen unsere Kühe schon viel Milch produzieren. Wie gesagt, mal 2-3 Fuhren hinfahren. Mein Autoanhänger ist zwar nett und schön, ist aber naja, nicht so realistisch nahe, ne? Aber so ein intelligenter Helfer wie Kursberg, der das machen konnte, im 19er, mit Ballentransport, wäre schon nicht schlecht. Ich könnte ja auch ein paar Ballen verkaufen beim Viehmarkt. Aber da müsste schon alles die Lage sein, ne? Sonst ist das, bringt das nichts, ne? Aber mit einem größeren Radlader könnten wir schneller die Ballen dort rein befördern und wir wären früher mit durch. Frage ist nur, wie kann die BGH die Menge verarbeiten, ne? Das ist ja eine Frage bei. Wie man sich dann ja vielleicht dann eher zu viel hat, ne? Ja, ansonsten geht's weiter, ne? Irgendwie das Geld verdienen. Und mal schauen, wie wir es im Frühjahr hinkriegen. Vielleicht können wir noch einmal mähen, mal sehen. Das kann durchaus sein. Wir müssen noch ein bisschen Heu. Eine Wiese gibt es noch, ne? Die können wir aus Heu verwenden. Aber da muss man sehen, dass wir das Geld haben für ein für einen Zetter. Quatsch, Zetter haben wir noch für den Schwatter. Habe ich ganz vergessen, dass wir das für separat brauchen. So können die Bottiger Mähwerke ja da schön schwatten, das ist ja gut. Das ist dann auch ein Arbeitsgang, was immer ganz wichtig ist, dass man nicht so viel auch immer machen müssen. Ne? Also 3-4 Mal, also Quaderweltballen pressen wäre schön und gut. Aber die müssen wir trotzdem separat wickeln und das dauert auch eine Zeit. Also von daher haben die Rundballen schon einen Vorteil und ein Gerät, ein Arbeitsgang und fertig. Klar, wenn du mit so dritt zu viert bist, dann ist es vielleicht, jo, dann geht's schnell. Dann kannst du auch theoretisch zu zweit arbeiten, ne? Wenn man im Prinzip das teilen könnte. Aber so. Da sind noch ein Schwung, na, so viel sind gar nicht mehr so genau genommen. Dreimal fahren und die Wiese ist leer. Oh, Hofeld. Das ist schön. Freigeschaltet. Ja, das seht ihr aktuell nicht. Okay, ich habe gerade wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Hofeld. Jo, irgendwas gerade wieder erkannt als Treiber, keine Ahnung was. Wo bin ich jetzt gefahren? Muss so BGH. Backup auf jeden Fall noch richtig. Kreisverkehr. BGH ist gerade auf links. Muss mich ein bisschen daran gewöhnt, an das Straßensystem hier. Bin da nicht so. Naja. Navi verwöhnt, sagen wir so. Ah.
muss man ganz ehrlich sagen, ich bin hier in Österreich, in Städten eigentlich fremd. Und da bin ich ganz froh, dass man da ein Navi hat. Zu Hause ist man gewisse Straßen gewöhnt, aber hier ist doch unter Umständen schwierig, ne? Also wir reden von Linz oder von Wien, also da ist schon ein Navi-System hilfreich. Rausfinden findest du immer leicht, da ist auch das Schild Autobahn und da kommst du schon weg. Aber wie gesagt, wenn du irgendwo hin willst, direkt was suchen willst, ist ein Navigationssystem schon sehr hilfreich. Ansonsten muss man sich separat für die Stadt eine Stadtkarte besorgen, wie früher halt, ne? Aber das macht ja heute keiner mehr. So. Das ist jetzt ein bisschen. So. Ob das eine Wirkung hat, keine Ahnung. Ist im Grunde noch egal. Die BGH zu kaufen wäre Unsinn. Die ist schlichtweg zu weit weg. Aber wenn man das möchte, kann man sich die Wiesen annehmen. Wie gesagt, wir haben ja das Problem mit dem Transportwegen und mit dem Traktoren habe ich noch nicht viele, ne? So. Ja, das ist natürlich ungünstig, ne? Aber macht nichts. Hätte man andersrum anfangen müssen. Also von rechts nach links. Wie gesagt, man wird man nach und nach immer dran gewöhnen, ne? Und ein Radlader wäre nicht schlecht. Auch wenn wir auf längere Sicht vielleicht mal auf dem Silo arbeiten würden. Ist zwar aktuell teuer. Wenn wir uns sag mal einen einfachen Feldhexer nehmen würden, ist einfach gut. Ne, also wir haben ja hier mehrere, also recht viele Auswahl, also 5 Stück sogar. Ne, da könnte man sagen, wir müssen für die Berge einen hohen PS-Haller haben. Das ist ja so. Das ist so. Also Berge brauchst du viel PS. Ja, das wäre schon was, ne? So, dann könnte man theoretisch mit Gras direkt aufnehmen und dann über einen LKW oder einen oder normalen Anhänger halt den Gras halt ins Silo fahren und dann dort entsprechend verdichten mit dem Schiebeschild, dann alles mit reinschieben und herrichten und dann entsprechend alles fertig machen, ne? Aber das ist Zukunftsmusik, das ist, das muss aber bezahlt werden, ne? Und das ist ja aktuell gut, wenn wir die ganzen Ballen da reinschieben. Pro Ball ungefähr 2000 Euro. Schön wäre es, wenn es auch reell auch so gehen würde, ne? Naja, gut, aber das sind aber hier Spiele, das sind 2000 Euro. Das wäre schon schön, dann haben wir. Ich habe meine Ball nicht gezählt, aber wie gesagt, hat ja ein Zählwerk bei im Spiel. Es sind schon noch einige, die da. Ich kam von da rechts. Okay, da können wir gleich da hochfahren. Also eine Wiesenzufahrt habe ich noch nicht gefunden direkt. In dem Sinne. Bin ja gespannt, wenn so Sachen kommen wie Mais Plus oder Seasons, wo das alles seine Zeit braucht, ne? Mais Plus kam ja auch zum Schluss näher von LS19.
Grunde hoffe ich, dass das Spiel 3 Jahre geht, ne? Dass man es ausreizen kann. Ne? Aber das weiß keiner. Ich denke, man wissen sie selber nicht. Aber die DLC sind genau geplant, wie es in 2 Jahre wären. Spekulation, aber wie gesagt. Entschuldigung. Aber wie gesagt, das sind ja Unternehmer. Und die machen das ja auch, um Geld zu verdienen. Deswegen ist es gut möglich, dass auch noch 2 Jahre was kommt, ne? Aber ob der Traktor auch was heben könnte als, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube nicht. Brauche ja mehrere Fahrzeuge, sonst Mehl verkaufen. Na gut, wir haben noch nicht viel. Das ist erst 2000 Liter. Das ist nicht doll. Also 10.000, wenn wir schon kriegen, ne? Liter meine ich jetzt. Ah, gerade schön Hals. Ist das schon Silage? Oder ist sie auch bei 90%? Ist Silage. Das sieht gut aus. Wenn die anderen Ballen, die jetzt am Silo sind, bei 90% waren, und dann müssten das alles bald hier Silage sein. Ich müsste die Wiesen eigentlich kalk normalerweise, aber das kann ich mir aktuell nicht leisten. Und zweitens geht es zu viel Kalk drauf. Das wäre schon ein Haufen Arbeit. Vorgewende muss ja schon machen, ne? Da oben war noch ein Balken, den muss ich noch mitnehmen. Ja, der Traktor könnte ein bisschen mehr PS haben für so eine Wiesen. Haben wir die Ballen hier oben alle, ne? So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage dann mal schönen Dank für fleißig reinschauen. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Und dann fahren wir noch ein paar Ballen hin und dann werden wir ein bisschen gucken, dass wir dann gleich Geld verdienen werden. Und mal schönen Dank, dass Sie reinschauen. Tschüss.